schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, da bist du zu jung, tut mir leid. Hallo und willkommen zurück beim fröhlichen Leichensäcke beobachten mitten in ehemaligen Ruinen. Oder um es einfach auszudrücken, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Sector. Wir sind stehen geblieben letztes Mal, nachdem wir uns durch diese komischen, schrotschießenden Mistviecher, besser kann ich es nicht sagen, also es sieht so ein bisschen aus wie Schrot zumindest, wenn wir uns da durchgearbeitet haben, und jetzt sind wir immer noch an der gleichen Position, wo wir mal aufgehört haben, das heißt durch diese runter in diese Keller oder in diesen Zwischenschacht. Und ja, was gibt's groß zu sagen? Eigentlich nichts, wir gehen weiter, wir müssen einen Jago jetzt immer noch suchen, also unseren ehemaligen oder unseren aktuellen, nehmen wir es wie er will, interessant, also unseren Kontaktmann, der von unserer ehemaligen Freundin, also oder von irgendeiner Tussi, die wir zumindest kennen, entführt wurde oder jetzt halt gefoltert wird. Anders kann man es nicht sagen. Entführen ist jetzt was anderes, das war schon Folter. Okay, wo ist das Feuer? Da. Da ist noch einer. Hehehe. Irgendwo da war noch einer. Wahrscheinlich ist jetzt wieder der Wurf zu kurz. Ja, ich hab's gewusst. Aber zumindest kann man die Typen da ein bisschen leichter niedermähen als wie die, diese komischen Stahlbla-irgendwas-Viecher. Es wäre dann wieder mal zwischendurch richtig geil, wenn wir runde Munition bekommen würden. So praktisch wie das Schild auch sein mag. Brennende Lunte finde ich nicht gut. Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt wieder nach Granate oder sowas an. So, raus aus dem Loch, komm. Verdammt. Wow! 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 Das Mistviech schon wieder. So einen hatten wir doch schon mal. Warum müssen sie immer die verdammt hässlichen sein? Oh nein! Ja, schieß doch so viel du willst. Da oben ist mir egal. Gott, na, die Großen. Wie werde ich dem Idioten jetzt am besten... Hey, ich weiß, dass ich ihn von hinten treffen muss. Oh, verdammt. Den muss ich ja... Komm mal, ein Strom. Ja, natürlich kein Sch. Wow! Ich glaube zumindest, wir brauchen Strom. Strom oder irgend sowas mit Feuer. Mit Feuer, weiß ich nicht. Strom hat dem ganzen Jahr einen kurzen gegeben. Ja, also. Und nochmal. Sehr gut, das war das erste Dingel. Komm, nein! Der war knapp. Der war richtig knapp. Jawohl, erwischt.
Sehr gut. Das hat ja richtig funktioniert. Ich habe eigentlich gemeint, jetzt müssen wir da noch irgendeine Aktion starten, aber es hat hingehauen. Oh, natürlich schmeiße ich in den Stacheldraht rein. Jawohl. Und Tür auf. Finde ich super. Dann kommen wir ja weiter. So. Du kannst dich mir immer noch anschließen. Toll. Und im Hintergrund in meinem Kopf, beziehungsweise in seinem Kopf, hört man immer wieder schön zwischendurch an Messner. Ha. Das sieht schon wieder seltsam aus. Da könnten gleich wieder 55 von diesen komischen Metallviechern um die Ecke hüpfen. Ganz toll. Ah ja. Und ein Zwischenstück erreicht. Interessant. Und ich herrsche wieder was. Ich habe schon wieder was gehört. Das ist nicht gut. Ja, genau. Oh, schon wieder dieses Schrotfristviecher. Ich weiß, dass ich das öfters sage, aber die sind echt die allerschlimmsten. Also da kämpfe ich lieber gegen den großen Bruder vom Terminator, als wie gegen das Viech da. Also die sind echt scheiße. Das liegt nicht einmal daran, dass die so schnell sind, sondern dass wirklich diese komische Schrotscheiße, oder was das sein soll, brutal Schaden zieht. Bring ihn um! Ja, der war ja geil! So was hat man noch nicht. Deckung, Deckung, Deckung. Bleib drin, bleib drin. Zur Sicherheit. Ja, besser. Dass das Viech raucht, finde ich jetzt auch nicht gerade unbedingt gut. Oh, wir haben es gefunden. Schön. Durchschuss. Gut. Nochmal eine Runde Eis. Die brennen schon von Haus aus. Wieso sind eigentlich da gleich die Brennenden von Haus aus da? Blöde, interessant. Ah, ja. Voll. Und wieder mit den Unsichtbaren, die sind sowieso furchtbar. Gut. Wo müssen wir jetzt entlang? Das war's schon mal nicht. Ich meinte, man kann da vielleicht irgendwas verstehen. Da kommen wir auch nicht rein. Ja, Kollegen, wo muss ich jetzt hin? Da ist wieder so ein Eis-Stickstoff-Bla-Generator-Teil, keine Ahnung. Ah! Okay, also das ist jetzt nur ein reines Denkspiel. Aber vielleicht könnte das funktionieren. Nein. Das Denkspiel hat nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es in die andere Richtung. Nein, das funktioniert auch nicht. Ja, sag mal. Ach, jetzt funktioniert's. Vorhin hat's nicht funktioniert, aber jetzt geht's. Klar. Logisch. Gut, dass wir drüber geredet haben, hey. Wahnsinn. Achso, Karren schieben, gut.
Das ist schon wieder so gefährlich. Ja, genau, genau. Wieso? Was? Gerade wollte ich sagen. Ah. Ich kann hell sehen. Anscheinend kann ich wirklich hell sehen. Ich hab's gewusst, ey. Brutal. Und schon wieder dieses ungesunde Geräusch. Und ein Schwarzmarkt. Schön. Schauen wir doch mal, was wir im Schwarzmarkt machen können. Wenn das nicht mein Lieblings-Halb-Monster-Halb-Mensch-Kunde ist. Aber ich glaube, jetzt stecken wir mal die Striker weg und dafür nehmen wir uns die Dinge mit. Schau mal. Oh, von der Schusskraft her bringt's die halt gar nicht, gell? Ja, doch, nehmen wir sie mal mit. Kann man was einkaufen? Oh, einen neuen Revolver, der wäre natürlich auch geil. Er hat ein paar schöne neue Waffen, also ein paar sehr interessante Sachen. Irgendwie finde ich in letzter Zeit sehr wenig bis gar kein Geld, aber... Erweitern. Nee, nix mehr, okay. Ja gut, dann bleiben wir mal dabei, für den haben wir auch noch mehr Munition. Für die AK. Die wird halt dann das, was hier an Schusskraft fehlt, mit Kugelmenge ausgleichen, da die jetzt einfach mal sagen. Und schon wieder diese ungesunden Geräusche. Ja, dann springen wir jetzt so. Also dafür, dass die eigentlich sehr viel weniger Schaden macht und das weiter funktioniert, das doch überraschend gut. Ich meinte, dass ich da wesentlich mehr in die Viecher reinrotzen muss. Okay, bin ein bisschen beeindruckt. Aber gut, es funktioniert. Schön. Ein unsichtbares Mistvieh. Ja, sowas passiert, wenn man sie mitten im Vermandeln erschießt. Dann bekommt das Game einen Bug und ist weder sichtbar oder unsichtbar, sondern sie flimmern durch die Gegend und schwitzen blauen Scheiß aus. Schon wieder ein Speicherpunkt. Hey, das geht ja richtig schnell. Was ist denn jetzt so vor mir los? Karren schieben. Das glaube ich kann... Ah, da hinten haben schon wieder welche. Zwischendurch mal wieder ein paar menschliche Soldaten, das ist auch nicht verkehrt. Dass wir nicht nur mit beschissenen Mistviechern arbeiten. Abpraller freigeschaltet, das ist ein Feind mit einem Abpraller getötet. Ist auch cool. Gut. Gut, 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 gut. Finde ich super. Was haben wir hier? Munition. Die brauchen wir sowieso. Alles hier fleißig Munition einsammeln, weil mit die Dinge sehr eng waren mit der Pistolenmunition. Wobei ich finde, mit der das Hammer bis jetzt hat recht gut gefahren. Mit der Pistole und mit dem Schwert in Kombination. Da müssen wir echt einmal auf die schweren Geschütze, also auf die ganz schweren, umschalten. Aber das haut auch recht vernünftig hier. Also kann man doch nicht viel sagen dazu. Also nichts dagegen, meine ich. Drüber.
So. Wieso habe ich mit sowas gerechnet? Okay, scheiß auf die schweren Geschütze. Beweglichkeit ist halt dann doch wesentlich effektiver als reine Schusskraft. Wow! Das sind ja wieder mal ein paar richtig normale Viecher dabei. Also nicht die, die mit diesem Vollmantel-Outfit schon rumlaufen. Anders kann man es eh nicht sagen. Normale Gegner. Also, halbwegs gesunde doch. Gut, aber die Frage ist, ob man bei diesem Krankheitsbild, egal wie weit das ist, halbwegs von gesunden reden kann. Ja, erledigt. Geil. Ja. Also es wäre echt vorteilhaft, wenn das Schild ein bisschen länger halten würde. Das würde teilweise also schon einiges ausmachen. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Verdammt, Drecks, viel scheiß Munition verprägelt, aber geschafft. Deckung, Deckung, ich hör noch was, da ist er. Ich bin mal den schlechtesten Zeitpunkt zum Nachladen erwischt. Nein! Das kann doch nicht sein! Warum am letzten Viech? Ach, verfluchte Hacke! Yeah. Ja, aber das hat man ja schon so oft, wenn gar nichts mehr hilft. Nach dem Flaschenhalsprinzip arbeiten wir. Dieser Krieg hat viel mit der Wahl des Schlachtfeldes zu tun. Genau, wow! Genau auf das läuft es momentan raus. Wir brauchen die beste Position. Da ist das glitzernde Viech schon wieder. Das ist jetzt aber nicht gewesen, oder? Weil ich hätte jetzt irgendwie. Na, ich hab's gewusst, die Hirne, ich hab sie. Tschüss. Noch mehr einer? Okay, das war's. Gott sei Dank, das war's. Uff. Und Munition. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf die wird's nämlich jetzt verdammt eng, fällt mir das auf. Also in alle Richtungen. Von, egal, ob es jetzt die Schrotflinte ist, ob es die MG ist. Und nochmal ein neues. Eine Rahmenerweiterung. Erhöhe Kapazität des Patronenrahmens. Ah, gut. Dann können wir wieder mehr der Munition mitschleppen. Wo lang? Oh, wieder was blinkt. Ich habe was gesehen, hat was geblinkt. Geldkoffer! Ja! Geldkoffer! Boah, ich liebe Geldkoffer! Wohi, wohi, wohi? Da nach oben! Ah, okay. Lauf, lauf, lauf! Okay, Zwischendeck wieder. Speichern. Sehr gut. Passt. Wieder mal einen Zwischenpart erreicht. Dann bedanke ich mich wieder bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir machen genau das nächste Mal wieder weiter. Hoffen wir, dass wir dann irgendwann einmal ein bisschen, sagen wir es einmal,
Licht ins Dunkel bringen, weil jetzt würde mich langsam aber sicher dann doch einmal interessieren, was hier alles wie, wo, was auf sich hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dark Sector. Bis dann und ciao!